Hey Freunde, willkommen zurück zum neuen Silent Hill 2 Remake Guide und ich zeige euch heute wieder ein neues Ende, was wir freischalten könnt. Insgesamt gibt es ja natürlich 8 Endings im Silent Hill 2 Remake und ihr könnt tatsächlich alle Endings in 2 Spieldurchgängen freischalten. Wie das funktioniert, schaut dazu unbedingt mal im Kanal. Hier in dem Ending zeige ich euch jetzt erstmal das stille Ending und das könnt ihr nur freischalten, wenn ihr im New Game Plus seid. Dort gibt es nämlich dann erst die Gegenstände, pusht also mal den Like-Button und wir starten direkt durch. Den ersten Gegenstand, den rostigen Schlüssel, bekommt ihr quasi, wenn ihr hier an der ersten Erinnerung seid und hier hinten durch den Tunnel geht. Also ganz am Anfang, hier auf der Karte zeige ich es euch nochmal. Und zwar ist es in South Vale, hier hinten bei der Nathan Avenue. Und da können wir den Schlüssel jetzt gleich einmal einsammeln, wenn wir hier durch den Tunnel durchgehen. Der liegt dann dort nämlich in einem Auto versteckt und das zeige ich euch jetzt, wo wir das finden. Also einmal Karte zu und hier dann durch den Tunnel durchlaufen. Ihr kennt das Stück mit Sicherheit, lauft dann hier einmal entlang durch die Gittertür und dann hier auf der linken Seite in dem Auto einmal die Kettensäge benutzt und dann könnt ihr das Ding hier aufbrechen. Schlüssel liegt tatsächlich auf der anderen Seite, deswegen einmal hier rumlaufen und dann hier hinten den Schlüssel einsammeln und somit haben wir schon mal das erste Puzzleteil, um das Ending hier freizuschalten. Nehmt den Schlüssel der Trauer einmal mit und dann habt ihr das soweit schon mal erledigt. Wir müssen dann erstmal eine ganze Weile weiter zocken, bis wir dann irgendwann im Lakeview Hotel wieder angekommen sind. Und zwar dann, wenn wir schon in der verrotteten Welt sind. Und wenn wir dann hier sind, können wir dann einmal auch noch was holen. Und zwar geht ihr dann hier einmal entlang und müsst dann den Tresor knacken. Schnappt euch erstmal hier die Notiz hinten in dem Raum und geht dann hier einmal durch. Wenn ihr hier dann rechts lang lauft, könnt ihr hier in den Raum reingehen und dann euch die Notiz schnappen, die auf den Tresorcode hinweist. Also hier einmal rein und ihr seht dann hier auf dem Tisch liegt die Notiz 312 to be cleared out und ja, das sagt uns natürlich den Tresorcode somit schon mal und haben hier die verbrannte Notiz einmal eingesammelt. Wie gesagt, geht das New Game Plus, lauft dann hier einmal weiter und macht hier noch ein paar Gegner mit der Kettensäge platt, geht dann hier entsprechend durch und zwar geht ihr hier dann nochmal lang und guckt euch da nochmal in Ruhe um. Geht mal hier hinten nochmal in die Ecke und da findet ihr dann den Tresor, den wir jetzt natürlich knacken können. Und entsprechend setzen wir hier einmal den Schlüssel ein, den wir ja natürlich brauchen und machen dann den Code 3, 1 und die 4. Und somit geht der Tresor auf und wir finden hier die Toluca Lake Postkarte. Die brauchen wir jetzt einmal. Und damit könnt ihr jetzt einfach ganz normal das Spiel beenden, quasi einfach zum Ende hin durchzocken und somit am besten nochmal natürlich vorher einen Speicherplatz anlegen, bevor ihr das macht. Am besten ist es im Lakeview Hotel und dann geht ihr hier einmal durch und wenn ihr dann hier oben den Schlüssel 3F benutzen könnt und quasi hier zum Ende laufen könnt, dort wo auch der Videorekorder im Raum ist, da könnt ihr dann das Spiel einfach ganz normal beenden und das Ende wird dann völlig selbstständig freigeschaltet. Also hier einfach zum Videorekorder und ich lasse es jetzt nochmal ablaufen. I tried. I really did, but I just... I can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know. What's wrong, honey? Sorry. Shh.
It's okay. Will you wait for me? James, I've always been waiting for you.